Wir haben jetzt die Ehre, dass Jörg Heidrich, Rechtsanwalt Jörg Heidrich, der auch unter anderem für den Heise Verlag tätig ist, ein bisschen was über das Thema rechtlichen Umgang mit Trollen beschredet. Und ich glaube, er hat ausreichend Erfahrung aus den berühmten Heise-Foren, die er uns jetzt gleich ein bisschen mitteilen wird. Von daher freue ich mich sehr besonders, dass Jörg da ist und wünsche uns allen viel Spaß mit seinem Vortrag unter Trollen. Ja, vielen Dank. Und erstmal 5 Stylepunkte an die Veranstalter zu einem Vortrag über das Heise Forum Popcorn zu reichen, finde ich ganz großartig, wobei ich aber auf der Welt kaum etwas so sehr hasse wie salziges Popcorn. Und Popcorn auch nicht wirklich vortragsfördernd ist, wenn man das Zeug zwischen den Zähnen hat. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe die letzte Veranstaltung auch zumindest im Nachhinein im Videostream verfolgt. Als eine Person, die seit bestimmt 15 Jahren mehr oder weniger auch beruflich mit Trollen zu tun hat, finde ich die Trollforschung einen sehr spannenden Bereich. Unter Trollen habe ich meinen Vortrag genannt. Wer das Heise Forum kennt, und ich denke, das tun fast alle von euch, da weiß, dass das nun wirklich eine Brutstätte des feinsten Internet-Trollens ist oder zumindest mal war. Ob es das noch ist, naja. Darüber geht der Vortrag so ein bisschen verbunden mit rechtlichen Aspekten. Ich darf mich kurz nochmal vorstellen. Ich bin also nicht hauptberuflich für den Heise Verlag tätig und nebenher nur als Anwalt tätig und mache das inzwischen seit 12 Jahren. Und meine Position da beim Heise Verlag ist es natürlich nicht, die Forum-Moderation zu machen. Das ist ja ein Fulltime-Job. Aber ich bin immer derjenige, der mit Postings dann konfrontiert wird, wenn sie rechtlich eben ein bisschen heikel sind. Und wenn die Frage dann halt sich stellt, behalten wir es oder löschen wir es. Und davon gibt es natürlich auch immer noch eine ganze Menge. Ja, was habe ich mit euch vor? Worum geht's hier? Es geht zum einen also natürlich erstmal um die klassischen Internet-Trolls, also jetzt wieder quasi ein Stück zurück aus dem normalen Leben, zurück zu dem zum Internet, zu Foren. Auch da gibt's viel Kläfferei, wie wir alle wissen. Ich möchte so ein bisschen die juristischen Auswirkungen des Trollens darstellen, typische Rechtsverletzungen, die man durch Trollen oder im Bereich des Trollens verwirklichen kann und die sich daraus ergebenden Haftungsrisiken für den Betreiber darstellen. Das kann ein Forum sein, das kann ein Blog sein mit Kommentarmöglichkeit, das kann ein Social-Media-Netzwerk sein. Da stellt sich eben die Frage, welchen Schaden kann der Troll mir anrichten? Und der kann ganz erheblich sein. Und das Haftungsrisiko kann sogar so groß sein oder war es für viele auch, dass sie deswegen ihr Angebot eingestellt haben. Das werden wir uns mal einzeln anschauen. Und der letzte Punkt ist dann rechtliche Möglichkeiten für den Ausschluss von Nutzern / Trolls, also das sogenannte virtuelle Hausrecht. Und auch da wollen wir uns mal anschauen, gibt es das überhaupt? Und wenn ja, wie kann man das durchsetzen? In diesem Sinne also, herzlich willkommen zum Telekolleg Trollrecht. Sie Älteren werden sich noch erinnern an den wunderbaren Telekollegs. Was das Einzige war, was es damals im Fernsehen gab. Die Ausgangslage im Heise Forum. Ich habe mir mal neue Zahlen geben lassen. Die sind von letzter Woche. Heise Online 2013 im Oktober 140 Millionen Page Impressions, 250 Millionen Unique Visits. Und insgesamt an Forenposts haben wir inzwischen 24,2 Millionen seit 1997 in 266.000 Foren. Geschrieben haben die knapp 500.000 registrierte Forennutzer. Das Ganze macht jetzt aktuell etwas mehr als 150.000 Forenpostings monatlich, in Spitzenzeiten rund 6 Postings pro Minute. Und dann habe ich mir noch eine ganz interessante Zahl raussuchen lassen, die Anzahl der gesperrten Beiträge, das sind 68.000 oder 0,28% der gesamten Postings, die also alle manuell von einem Admin von uns gesperrt wurden. Ja, wie sieht das aus mit dem Heise Forum? Da kann es schon mal sein, dass es zu einem einzelnen Beitrag 14.188 Beiträge gibt. Das heißt,
Davon 12.000 innerhalb von 36 Stunden, macht 5,5 Beiträge pro Minute in einem Forum. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, inwieweit kann man das überhaupt noch sinnvoll moderieren? Das tun wir nicht, wie die meisten wissen, weil wir es einfach nicht können. Und was wir machen, ist halt zunächst mal auf die Vernunft des Nutzers setzen. Damit kommen wir zugegebenermaßen nicht immer sehr weit. Zusätzlich haben wir einen entsprechenden Hinweis-Button, mit dem man uns quasi alarmieren kann. Und ansonsten gucken wir uns natürlich Threads an, von denen wir wissen, dass der Ärger zu erwarten ist, können das aber natürlich nicht rund um die Uhr und bei diesen Mengen auch nicht vollständig. Das ist, denke ich, ganz klar. Also das Heise-Forum gibt es seit 1997. Es hat eine Menge berühmter, berüchtigter Trolls hervorgebracht. Ich habe hier mal so ein paar letzte Ergebnisse vom Troll-Voting, was es mal gab. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz aktuell. Also sind zumindest meine Favoriten nur noch am Rande drin. Also so die großen Trolls, sage ich mal, so wie Analyste ist da zumindest noch mal unter Ferner Liefen oder Pandaschnitzel. Wer sich häufig darum getrieben hat, wird diese Namen mit Sicherheit kennen. Und es gab auch schon relativ früh Versuche, die Trolle im Heise-Forum zu erforschen. Dafür wurde die sogenannte Penko-Skala entwickelt. Penko war also ein ganz berühmter Troll der Vorzeit. Und es gibt mehrere Penko-Skalen. Benannt wurde das nach einem berühmten Gebrauchtmeinungshändler, nämlich dem Herrn Penko. Und da gab es die ursprüngliche Penko-Skala. Da gab es eine Skala von 0 bis 1. Dabei ist 0 ein normaler, mehr oder weniger sinnvoller Beitrag und 1 ein zynischer, provokativer, ignoranter oder schwachsinniger Beitrag und oder schwachsinniger Beitrag. Auch das lässt sich noch steigern. Ein durchschnittlicher Trollversuch hat einen Wert von 0,5. Spannender fand ich die nach oben offene Penko-Skala. Dabei nimmt man als Durchschnitt die üblichen Postings von Penko und die haben einen Wert von 5 und bildet die Trollqualität entsprechend ab. Und da hat sich mein Lieblingstroll, der legendäre Analyst, ist der einzige, der eine Bewertung von mehr als 5 erhalten hat. Und er ist daher in diesem Feld auch noch bis heute Rekordhalter. Wie sieht so ein klassischer, das ist jetzt ewig her, ist 10 Jahre her, von 2003, wie sieht so ein klassischer Trollversuch, oder naja, Versuch kann man schon gar nicht mehr sagen, im Heise-Forum aus. Es geht um Windows 2003, hat Probleme mit anderen Microsoft-Programmen. Und dann kommt natürlich jemand wie Analyst und sagt, ich bin schon über 10 Jahre in dieser Branche. Und sowas ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Wenn ich die Kommentare in diesem Forum lese, muss ich immer schmunzeln, denn solche kindischen bis seltsam dümmlichen Kommentare können nicht von IT-Profis kommen. Natürlich fühlt sich jeder IT-Profi oder fühlte sich jeder IT-Profi im Heise-Forum daraufhin provoziert und angegriffen. Allein dieser Beitrag hat glaube ich, über 1000 Antworten. Ja, also hier nur mal so ein Teil. Das ist großes Trollen. Ja, das muss man wirklich sagen. Hut ab. Aber auch da gilt natürlich, das war früher, das kommt nie wieder. Solche großen Trolls. Ja, es gibt noch schon ein paar, die ganz gut sind. Gibt es nicht wieder. Und das sind natürlich die, die auch uns nerven, aber jetzt nicht die, die die eigentlichen Probleme darstellen. Weil hier werden andere Leute nur provoziert, sie werden nicht beleidigt. Es werden hier keine rechtlichen Grenzen überschritten. Und es gibt für uns auch letztendlich keinen Grund, da einzugreifen und den zu sperren. Denn das Problem taucht da auf, wo ich Haftungsrisiken habe als Betreiber und wo ich als Betreiber auch aus rechtlicher Sicht gefordert bin, etwas zu tun. Typische Rechtsverletzungen durch Trolle, Beleidigungsdelikte, natürlich, das ist meistens relativ leicht zu erkennen. Ja, wenn da steht, du Arschloch, du was weiß ich was, dann ist das klar, dass das eine Beleidigung ist. Dann ist es auch klar, dass ich das löschen muss. Da gibt es keine großen Diskussionen. Dann gibt es den Bereich, wo es schon schwieriger wird. Dazu kommen wir später noch, der Bereich falsche Tatsachenbehauptung, Schmähkritik. Also ich darf mit meiner Kritik zum Beispiel an Produkten relativ weit gehen, aber ich darf eben auch nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen. Und wenn mein Posting nur darum geht, etwas schlecht zu machen, etwas runterzureden, vorsätzlich, dann ist das im Bereich der Schmähkritik und das ist eben auch rechtlich dann wieder angreifbar.
Falsche Tatsachenbehauptungen, da ist man als Betreiber der größte Arsch, weil man letztendlich kaum eine Chance hat festzustellen, ob das denn wahr ist, was er da sagt, oder ob es falsch ist, dazu kommen wir gleich auch noch. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Adressen und Ähnlichem, dann, wer sich häufiger mal bei Telepolis rumtreibt zum Beispiel, weiß, dass sich da eine ganze Reihe von Rechtsextremen eingenistet haben. Das ist wirklich ein unangenehmes Volk, gerade wenn sie dann leider auch noch so clever sind, dass sie mit ihren Beiträgen halt so immer so knapp unter dem, was rechtlich erlaubt ist, bleiben. Das ist ganz schwer, das zu moderieren. Veröffentlichung von Geschäftsgeheimnissen kommt ab und zu mal vor. Verstoß gegen Urheberrecht, wenn man andere Artikel reinstellt oder Ähnliches. Bis hin zum Bereich Stalking, auch das kommt vor. Das sind so die klassischen Bereiche, die rechtlich in Foren relevant sind. Und wenn wir uns vor Augen führen, es geht ja hier um Beiträge, die nicht der Betreiber geschrieben hat, sondern die ein Dritter beschrieben hat und die der Betreiber auf seiner Website bereitstellt. Es geht also um Inhalte von Dritten. Und da gibt es einen Paragraphen im Telemediengesetz. Das ist so das Gesetz, was hier die entscheiden, was die Haftung im Internet regelt. Keine Angst, es kommen nicht so viele Paragraphen. Und der Paragraph 10 sagt, Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern sie keine Kenntnis von diesen Handlungen haben. Oder sie unverzüglich tätig geworden sind, um diese Informationen zu entfernen, sobald sie diese Kenntnis erlangt haben. Es gilt also, wenn ich auf meiner Website Informationen von Fremden bereitstelle, die ich nicht selber ausgewählt habe, die ich nicht selber kenne, hafte ich zumindest nach klarem Gesetzeswortlaut nur dann, wenn ich sie kenne. Wenn ich sie aber kenne, muss ich unverzüglich reagieren, um sie zu entfernen oder zumindest zu sperren. Und wie das in der Praxis aussieht, zeigt zum Beispiel dieses wunderschöne Bild von meinem Schreibtisch. Das ist von einem werten Kollegen, der inzwischen verstorben ist, und zwar nur von einem werten Kollegen. Das sind alles Sperraufforderungen für einzelne Beiträge im Forum über 2 oder 3 Jahre. Der hat also dafür jeden einzelnen Beitrag, den er gefunden hat, hat er uns einen Fax geschickt über 2 Seiten, wo drin steht, Posting XY verletzt irgendwelche Rechte, bitte nehmen Sie es runter. Nein, er hat sich in den Kopf geschossen. Ja, das war echt. Das Problem mit dieser Kenntnis. Kenntnis habe ich normalerweise nicht. Die Frage, die sich juristisch stellt, ist, weil wie erlange ich denn Kenntnis? Also in der Regel weiß ich ja nicht, wer bei mir was postet. Ich lese es nicht, ich kann es auch nicht vorher kontrollieren. Das heißt, der Nachweis, dass ich Kenntnis habe, obliegt demjenigen, der mich da rechtlich angreift. Und Kenntnis ist aber in Ausnahmefällen möglich, nämlich wenn der Forenbetreiber auf Postings antwortet, das ist logisch, ne? Dann hat er sie vorher gelesen, aber auch wenn eine manuelle Freischaltung erfolgt. Das ist eine ganz große Falle für viele Unternehmen, die halt sagen, ich möchte mein Forum kontrollieren, deswegen mache ich eine Freischaltung. Aber durch diese Freischaltung habe ich auf der anderen Seite das Problem, dass ich von jedem einzelnen Beitrag, den ich ja gelesen habe und freigeschaltet habe, Kenntnis habe und für jeden einzelnen Beitrag hafte. So zum Beispiel vom BGH entschieden in der Sache chefkoch.de. Da ging es um Bilder von Marions Kochbuch, wird vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört haben. Wir haben diese wunderbaren kreativen Bilder da oben mal nachgestellt gehabt im Rahmen eines Heise-Fotoshootings. Also es ging halt wirklich so um Bilder von einem Kartoffelsalat oder sowas. In diesem Fall hat der BGH entschieden, da ging es um chefkoch.de und Chefkoch hat nach Ansicht der BGH sich die hochgeladenen Inhalte, sprich die Rezepte, zu eigen gemacht und die Fotos. Weil Chefkoch gesagt hat, wir schauen uns alles vorher an, wir kontrollieren alles und was ihr da hochstellt, das dürfen wir auch weiter nutzen. Also klassisches Fall von zu eigen machen und damit voller Haftung für Chefkoch und damit haftet Chefkoch für jedes einzelne Bild, für jedes einzelne Rezept, was da letztendlich eingestellt wurde. Also ein bisschen Eigentor. Das ist der Nachteil der Vollmoderation. Dann wichtig bei der Sache mit der Kenntnis, auch wer von euch einen Blog betreibt oder Ähnliches, damit schon mal konfrontiert werden kann.
Allein die Inkenntnissetzung, also nur das Schreiben hier ist irgendwas, was rechtswidrig ist, das ist keine Abmahnung und deswegen muss der Betreiber hier auch nicht die Kosten übernehmen. Und derjenige, der, das ist auch ganz wichtig, der mir dieses Schreiben schickt, muss ganz konkret benennen, was ihm daran nicht passt. Also kann nicht sagen, hier auf Ihren Webseiten steht irgendwas Schlimmes über mich, bitte nehmen Sie das weg, sondern er muss schon sagen, das steht in Thread so und so und das ist die Formulierung so und so. Das andere reicht nicht. Also es gibt dann keine Pflicht, dass man, was weiß ich, hier unsere 24 Millionen Seiten durchsehen, Foreneinträge durchsehen muss, daraufhin, ob da irgendwie Person XY beleidigt wird. Aber es wird natürlich immer versucht in der Praxis. Also was wir da über die letzten 12 Jahre an Anwaltsschreiben bekommen haben, da stehen einem wirklich die Haare zu Berge. Das ist hier so ein Fallbeispiel, um das hier mal so zu zeigen. Hiermit zeigen wir an, das ist also ein Original-Anwaltsschreiben, hiermit zeigen wir an, dass wir die rechtlichen Interessen der so und so GmbH vertreten. Wir wenden uns in ihrer Eigenschaft als Betreiberin des Internetforums an Sie. Unser Mandant musste feststellen, dass der User so und so falsche Tatsachen verbreitet. Dazu gehören auch persönliche Daten unserer Mandantin, wie deren Geburtsdatum. Und da wird es dann schon komisch, weil er eine GmbH vertritt. Eine GmbH ist eine juristische Person und die hat eigentlich kein Geburtsdatum irgendwie. Die Veröffentlichung der Beiträge stellt eine Versetzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar, was eine GmbH jetzt auch nicht wirklich unbedingt hat. Und eine GmbH unterliegt auch nicht der informationellen Selbstbestimmung und auch nicht dem Bundesdatenschutzgesetz. Und dann kommt natürlich der Klassiker, der in jedem Anwaltsschreiben steht. Da unsere Mandanten begehren, gegenüber dem Nutzer zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen, steht ihnen ein Auskunftsanspruch zu. Sie sind daher verpflichtet, wer sich hinter dem Nickname verbirgt und die entsprechenden Kontaktdaten zu übergeben. Steht 99% aller Anwaltsschreiben. Wenn ich auf der Gegenseite bin, mache ich das jetzt allerdings zugegeben auch irgendwann mal. Man kann es ja mal probieren. Das ist natürlich nicht so. Ja, also man ist als Betreiber überhaupt nicht verpflichtet, einem Dritten, der nicht Strafverfolgungsbehörde ist, irgendwelche Daten rauszugeben. Im Gegenteil, man macht sich damit sogar unter Umständen strafbar. Das wissen die Kollegen, das wissen viele von den Kollegen auch. Aber man versucht es einfach mal, wobei sich natürlich dann auch die Frage stellt, was hat er davon, wenn er den Nickname und irgendeine 4 Wochen alte IP-Adresse hat? Das würde ihm auch nicht furchtbar viel weiterhelfen. Aber das ist so Standards, ja. Also die kommen ständig, Kontaktdaten und Ähnliches. Wobei sich hinter solchen Schreiben dann aber eben auch das Problem verbirgt, dass ich natürlich, wenn ich so ein Schreiben bekomme, Kenntnis habe. Ich werde darauf aufmerksam gemacht. In meinem Forum ist halt ein Rechtsbeitrag und das heißt, ich muss in dem Moment kontrollieren, ob das stimmt, dass da eben ein rechtswidriger Beitrag ist. Und ich habe als Betreiber dann die Wahl, entweder ich lösche den Beitrag oder ich übernehme die Haftung für den Beitrag. Also ich habe eine Funktion als Richter für fremde Äußerungen. Und das ist natürlich schwierig. Dementsprechend wird jeder Betreiber eines größeren Forums wahlweise als rechts- oder linksextrem von Microsoft, von Android, von was weiß ich wem gekauft, dargestellt, weil wir ja irgendwelche Beiträge da löschen würden. Dass das eher hiermit zu tun hat, wird dann halt gerne mal übersehen. Und besondere Probleme sind hier im Bereich, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Tatsachenbehauptung, Meinungsäußerung, Schmähkritik. Tatsachenbehauptung ist etwas im Juristischen, was dem Beweis unterstellt werden kann. Ich kann also beweisen, ob das, was ich da behaupte, falsch ist. Bei einer Meinungsäußerung kann ich das nicht. Das ist eine innere Tatsache. Und Schmähkritik ist halt, wenn die Meinungsäußerung zu weit geht. Und da gibt es einen wunderbaren Schulfall unter den Juristen, der so ein bisschen zeigt, wie schwierig diese Abgrenzung ist und was für eine unangenehme Position da der Betreiber unter anderem hat. Der Fall, ein Restaurantkritiker bezeichnet in einem Artikel einem ihnen servierten Kaffee als kalt. Frage, ist das eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung? Ansichten. Bitte? Meinung? Ah.
Ja, das ist schon ganz richtig. Kommt drauf an, das ist das Stichwort, was ich hier hören wollte. Mit kommt drauf an, kommt man bei den Juristen ins dritte Semester. Das ist super. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht abschneiden. Kommt drauf an, worauf? Kommt drauf an, was noch drumherum steht. Also ob man, würde ich sagen, ob man noch erkennen kann, ob es wirklich, wie es formuliert ist. Ja, okay. Also hier, das wird üblicherweise so gelöst. Lösung. Wenn der Kaffee tatsächlich eine Temperatur von 80 Grad aufweist, dann ist er objektiv und nachweisbar heiß. Ergebnis, das Ganze ist eine falsche Tatsachenbehauptung, justiziabel und der Postposting wäre zu löschen. Oder ich übernehme eine eigene Haftung dafür. Aber wenn er jetzt die Temperatur erwähnt hätte, was wäre dann? Dann, ja, ich komme gleich nochmal zu den faktischen, das ist jetzt eher so Jura-Theorie. Eindeutig kalt ist er bei einer messbaren Temperatur von 18 Grad, auch in diesem Fall nachweisbare Tatsachenbehauptung, nur wäre sie hier wahr und ich müsste sie nicht lösen. Beträgt die Temperatur dagegen 40 Grad, bleibt es die Bewertung des Autors und ist damit eine nicht dem Beweis zugängliche Meinungsäußerung und damit wieder zulässig. Es ist, die Grenzen sind, glaube ich, willkürlich. Oder vielleicht hat der BGH in seiner unendlichen Weisheit irgendwann mal morgens am Kaffeetisch das mal nachgemessen. Das Ganze ist jetzt natürlich eher theoretisch, weil im Zweifelsfalle der Restaurantkritiker nachweisen muss, dass der Kaffee kalt war, wenn es jetzt, sagen wir mal, zu einem Gerichtsverfahren käme. Und da könnte er natürlich erstmal nur aus eigener Erfahrung argumentieren. Da hat er keine besonders guten Chancen, wenn auf der anderen Seite dann 5 Zeugen sagen, ja, unser Kaffee ist immer warm. Also wenn der aus der Küche kommt, dann ist der 90 Grad. Also das kann gar nicht sein, dass der kalt ist. Dann hätte er ihn tatsächlich messen müssen und die Messung dokumentieren vielleicht. Ja, das macht natürlich in der Praxis auch keiner. Oder hätte zumindest noch einen anderen Kollegen dabei haben müssen, der ihm hier als Zeuge gedient hätte. In der Praxis hätte er aber wohl schlechte Karten. Ihr dürft gerne zwischendurch Fragen stellen oder irgendwie nachfragen. Ich habe es akustisch nicht verstanden. War der inkorporiert? Ich hoffe nicht. Dann würde man nicht als Kaffee lösen. Ja, gerne. Meine Frage zu den Schreiben, die Beiträge vorher schreiben, übernehme erstmal eine Prüfung. Ja. Wie muss diese Prüfung sein? Wenn es beispielsweise ein patentrechtlicher Anspruch ist? Ich muss kein Kenntnis davon haben, dass das Ding tatsächlich rechtswidrig ist. Ich muss nur Kenntnis davon haben, was in dem Beitrag steht. Das ist mein Problem. Ja. Also kommt drauf an, welche Gerichte. Im Zweifelsfall geht das Ganze nach Hamburg und Hamburg sagt, da hätten sie 10 Leute anstellen müssen, um eine Patentrecherche zu machen, bevor sie diesen Beitrag freischalten. Dann hätten sie vielleicht eine Chance gehabt. Etwas überspitzt formuliert. Alle anderen Gerichte würden wahrscheinlich was anderes sagen, aber mal ernsthaft, das ist das Problem. Also das ist das gleiche Problem, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, habe ich das gleiche Problem. Dann kann ich entweder sagen, das klingt so, als sei es okay, oder ich sage, das ist mir zu heiß, ich nehme es runter. Restrisiko. Es ist ja nicht nur Restrisiko, also es ist durchaus ein erhebliches Risiko, dann zumindest in diesem Fall. Gerade wenn ich weiß, dass der andere ein klagewütiges Patentarschloch ist oder irgendwas. Wie verhält sich das mit halbautomatisch, also so Spam-Systeme, die halt Kommentare erstmal moderieren, aber erkennen können, okay, ist kein Spam, ich schalte jetzt frei. Es ist eine indirekte Freischaltung des Beitrags, aber nicht durch mich selbst. Kommt so ein bisschen auf das System an. Ich würde aber jetzt sagen, wenn ich da nur einen Spam-Filter drin habe, ist das noch keine Kenntnis. Na, außer ich schalte es manuell frei, weil es als Spam erkannt wird. Wenn ich es entgegen den Aussagen des Programms, also wenn ich es durchlese, reicht es ja schon. Ne? Und in dem Moment habe ich es durchgelesen. Anderes Beispiel hier, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, der Betreiber als Richter. Wackelkontakt bei Patchkabel, auch das ist schon ein bisschen älter, aber ist auch ein häufiger Fall in der Praxis. Ich habe eine Lieferung Patchkabel bekommen, die scheinbar Wackelkontakt haben. Die Patchkabel stammen von der Firma XY. Gruß, Leines. So, 24 Stunden später kommt ein Anwaltsschreiben von der Firma XY. Lieber Heise Verlag, User Linus hat auf eurer Website behauptet, unsere Patchkabel hätten Wackelkontakt. Das ist unrichtig. Bitte löscht den Beitrag. So, was macht man denn als Betreiber?
Ja, das ist dann, ja, klar, das ist dann, dann kommen die Vorwürfe der Zensur, ja. Wenn man zu viel löscht, ist es immer so bei uns dann auch die Frage, ist es ein besonders wertvoller Beitrag, der sich jetzt zu erhalten lohnt? Ich moderiere für ein paar Vereine die Foren mit oder beschäftige mich da mit den rechtlichen Aspekten. Die haben natürlich überhaupt kein Geld, die haben Angst dann vor jeden Kosten, die auf sie zukommen, die hauen das alle weg. Das ist auch klar. Was man machen kann, wenn man sagt, das ist jetzt vielleicht ein wertvoller Beitrag, ist den User anzuschreiben und ihm zu sagen, hey Linus, wie ist denn das? Kannst du im Zweifelsfalle wirklich beweisen, dass das ein Patchkabel einen Wackelkontakt hat? Hast du das noch? Kannst du uns das vorlegen? Können wir da ein Verfahren riskieren? Das würde man bei so einem Beitrag wohl eher nicht machen, aber sagen wir mal, es ist jetzt ein Beitrag, den wir als besonders wertvoll für die Meinung erachten oder so. Dann machen wir das unter Umständen, aber das ist natürlich ein Riesenaufwand und für eine Einzelperson oder einen Verein auch ein Riesenrisiko. Und was passiert in der Zwischenzeit? Wie schnell müsst ihr denn reagieren? Müsst ihr das sofort unternehmen, wenn ihr angeschrieben werdet? Also unverzüglich, da gibt es ganz abstruse Rechtsprechung. Da gab es mal ein Amtsgericht, das hat gesagt, immer innerhalb von 24 Stunden, auch am Wochenende, wenn du im Urlaub bist, auch wenn du eine Privatperson bist. Das ist aber nicht wirklich realistisch. 2-3 Tage. Ja. Könnte ich mit dem Hinweis, was ich im Schreiben von der Firma bekommen habe, den Beitrag dann entfernen? Oder würde das dann direkt unter das Ich hätte da kein Problem hinzuschreiben, auf Anschreiben veranlasst. Das machen wir eigentlich dann immer. Nein, das wäre ein schöner Trollversuch. Ja, können wir die letzte Frage, weil irgendwie muss ich dann auch noch weiterkommen, ja? Gerne. Ja. Nein, ist eine Tatsachenbehauptung. Ich habe eine Ladung Patchkabel bekommen, die scheinbar ist völlig egal. Also mit scheinbar komme ich da nicht raus. Nee, das nützt auch nichts. Hm. Okay. So leicht kommst du da nicht raus. ja, das ist so die typischen Probleme, mit denen wir da nicht fast jeden Tag, aber das ist natürlich auch jetzt unabhängig von der Firma XY, ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie gerade unseriöse Unternehmen jegliche negative Berichterstattung über sie im Web halt relativ leicht wegbekommen, und da macht es der Gesetzgeber das auch sehr leicht. Ja, also wir haben ich kenne ganz viele Fälle, wo es gar nicht mal wirklich um den Inhalt geht, sondern wo einfach alles, was negativ für die Firma ist, und das ist, muss man ehrlich sagen, das sind gerade eher die Unseriösen, dann so auf diese Art und Weise platt gemacht wird. Das muss gar nicht immer stimmen, aber bei den allermeisten reicht dann eben so ein Anwaltsschreiben als Drohkulisse auch berechtigterweise. Ja, ich hätte auch keine Lust, da irgendwie ein Prozessrisiko von 5.000 Euro in meinem Privatbereich zu haben. Ja, weiter typischer Fehler in Abmahnung. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, Herausgabe von User-Daten. Das wird immer verlangt. Da gibt es den 14 Absatz 2 TMG, der sagt, wann man diese sogenannten Bestandsdaten herausgeben kann, nämlich nur zu Zwecke der, das ist mein Lieblingsparagraf übrigens, nur zu Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, Polizeibehörden, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, militärischer Abschirmdienst, Bundeskriminalamt und der Musikindustrie zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum. Das ist wunderbar. Also wenn ich gerade die Musikindustrie abmahnt, um geistiges Eigentum herauszufordern oder es darum geht, grundsätzlich User-Daten nie an Dritte, nie an den Anwalt, sondern allerhöchstens im Rahmen von Strafverfolgungsverfahren. Andere typische Fehler hier im Abmahnungsbereich, auch eben schon mal erwähnt, die angebliche Rechtsverletzung wird nicht näher dargestellt und Inkenntnissetzung mit Kostenrechnung, auch das geht nicht. Also der erste Hinweis, wie gesagt, ist keine Abmahnung, sondern eben nur eine Inkenntnissetzung, und da darf der Anwalt dann keine Rechnung mitschicken. Ja, wie sieht das denn aus mit dem Haftungsrisiko? Nochmal, ich glaube, der letzte Paragraph, vorletzte Paragraph sagt, Diensteanbieter wie etwa Hoster und Websites, die Inhalte von Dritten beinhalten,
sind nicht verpflichtet, die von ihnen überwachten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Und dann haben wir übrigens eine wunderschöne Fischsammlung für Trolls, die ich noch gefunden hatte und euch nicht vorenthalten wollte. Da ist wirklich jede Sorte dabei. Genau, also wie gesagt, der Dienstanbieter ist nicht verpflichtet zu forschen und zu überwachen und er ist nicht verantwortlich, wenn er keine Kenntnis hat. Das war die klare Aussage, das beruht auf europäischer Rechtsprechung. Und dann kam 2004 der BGH mit seiner berühmten Rolex-Entscheidung und stellte diese gesamte Haftungsgeschichte vom Kopf auf die Füße, oder umgekehrt, jedenfalls drehte er sie um, und hat nämlich gesagt, dass dieses Haftungsprivileg nicht den Unterlassungsanspruch betrifft, sondern nur den Schadensersatzanspruch und die strafrechtliche Haftung. Und hier geht es immer um Unterlassungsansprüche. Hier geht es also immer darum, dass mir ein Anwalt schreibt und sagt, ich möchte unterlassen, daran mitzuwirken, dass die Aussage Firma XY ist Mist im Internet verbreitet wird. Es geht also hier bei diesen Sachen immer um Unterlassungsansprüche. Und der BGH sagt, dass das, was hier eigentlich ganz eindeutig steht, nicht gilt, sondern der Betreiber als sogenannter Mitstörer haften kann. Das haben bestimmt viele auch schon mal irgendwie in einem Kontext gelesen. Ist eine ganz tolle Sache. Steht auch nicht im Gesetz, diese Mitstörerhaftung. Also zumindest nicht, worüber wir hier sprechen. Mitstörerhaftung ist toll. Dafür kann man eigentlich jeden Fall alles rankriegen. Und hier hat der BGH gesagt, man haftet zwar jetzt nicht auf quasi ersten Zuruf, aber wenn einem Dienstanbieter ein Fall bekannt ist, wo sowas schon mal passiert ist, dann muss er nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich sperren, wie wir eben gesehen haben, sondern auch technisch mögliche und zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Vorsorge zu treffen, dass das nicht nochmal passiert. Also wenn wir hier zurückgingen, Firma XY schreibt uns dann einen Hinweis, wir nehmen das runter, dann reicht das nach BGH-Rechtsprechung nicht, sondern wir müssen unter Umständen dafür Sorge tragen, dass nicht nochmal jemand behauptet, Firma XY würde Patchkabel mit Wackelkontakt verkaufen. Und das ist natürlich irgendwas, was wir nicht können, was kein Forenbetreiber kann. Und da wird das Ganze eben dann kompliziert, denn Folgen des Rolex-Urteils ist diese große Interpretationsbreite, die der BGH entstehen hat lassen, dadurch, dass er gesagt wird, der Anbieter muss technisch mögliche und zumutbare Maßnahmen ergreifen, um eine Wiederholung zu verhindern. Und seitdem, das ist 10 Jahre her, streiten sich denn gegen die Gerichte, was denn zum Teufel technisch möglich und zumutbar sein könnte für einen Forenbetreiber. Da gab es jetzt gerade ein jüngstes Urteil vom BGH zu RapidShare, also der, ich sage jetzt nicht Raubkopien, ist ein blödes Wort, aber einer Plattform, wo man Inhalte runterladen kann, wo die gesagt haben, nee, es reicht nicht aus, dass ihr die Hashes kontrolliert, dass ihr manuell alles löscht, dass ihr ein Interface bereithaltet, wo die Rechteinhaber ihre Sachen direkt löschen können, dass ihr, was weiß ich, was die noch machen, ein 20-köpfiges Team habt, sondern ihr müsst zusätzlich zum Beispiel auch noch alle externen Seiten kontrollieren, ob da nicht vielleicht Links auf eurer Seite stehen. Das fand der BGH in diesem Fall zumutbar, ja. Die sitzen in der Schweiz, aber die können natürlich hier auch verklagt werden. Das kann ja dann in die Schweiz zugestellt werden. Das war das Ende von RapidShare dann übrigens. Jetzt machen sie Cloud. Die heiße, ja, und ähnlich ging es uns dann eben auch, das ist jetzt inzwischen auch schon fast Internetfolklore, weil 2005, aber zumindest mal kurz erwähnt, diese heiße Forenurteile vom Landgericht Hamburg, was danach auch wirklich eine grauenhafte Rechtsprechung des Landgerichts Hamburgs über fast 10 Jahre nach sich gezogen hat. Da ging es darum, dass irgendjemand dazu aufgerufen hat, den Server eines Dialer-Anbieters ein bisschen zu streicheln. Und das fand er nicht so gut. Dann hat er uns einen Anwaltsbrief geschrieben, wir haben das sofort runtergenommen. Das hat dem Gericht aber nicht gereicht. Das Landgericht Hamburg hat gesagt, dass wir als Forenbetreiber
das Recht am sogenannten eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb verurteilt hätten und wir wären als Störer anzusehen, wobei es eben schon ausreicht, dass wir diese unzulässige Äußerung verbreiten. Und diese Störereigenschaft entfalle auch nicht deswegen, weil es dem Verlag nicht möglich gewesen wäre, auf die Inhalte des Forums Einfluss zu nehmen und weil technisch ist eine solche Einflussnahme ohne weiteres möglich, weil man das Forum so einrichten könne, dass die Einträge vor der Freischaltung auf rechtliche Zulässigkeit überprüft werden. Das war 2005. Damals hatten wir, ich glaube, das Dreifache des heutigen Traffics. Da hatten wir teilweise bis zu 6 Beiträgen pro Sekunde. Zu einer solchen Prüfung der Inhalte, die über den Internetauftritt verbreitet, die verbreitet wird, ist der Verlag auch verpflichtet. Und weiter sei eine Prüfung, also hier sind wir wieder, ne? Also was ist technisch möglich und was ist zumutbar? Das sei auch zumutbar, dem stehe auch nicht die hohe Anzahl entgegen. Denn so ein Forum sei eine besonders gefährliche Einrichtung. Ein Anwaltskollege hat allen Ernstes ein Forum mit einer auf einer Parkbank liegen gelassenen geladenen Pumpgun verglichen. Kein Scherz. Und das Gericht hat gesagt, wenn die Zahl der Foren und die Zahl der Einträge so groß ist, dass wir nicht genügend Personal haben oder über nicht genügend technische Mittel verfügen, dann muss sie entweder ihre Mittel vergrößern oder den Umfang des Betriebes etwa durch Verkleinerung der Zahl der Foren oder Limitierung der Zahl der Einträge beschränken. Ist jetzt auch, ja, nachdenken, wie viel bezahlt ihr? Ja, das war natürlich eine absolute Katastrophe, weil wir wurden dann verurteilt, es zu unterlassen, daran mitzuwirken, dass jemand dazu aufruft, auf den Server des XY zuzugreifen. Aber es gibt natürlich keinen konkreten Satz. Wir können das, hätten das Forum damals auf konkrete Sätze scannen können und die verbieten können. Aber es gibt natürlich zigtausende von Möglichkeiten, das zu umschreiben. Ja, also ich muss ja nicht sagen, den Server von Herrn X angreifen, sondern ich kann auch sagen, ihn zärtlich streicheln, ihn des Nachtens mit einem Angriff zu besuchen, was weiß ich was. Also die Möglichkeiten sind da uneingeschränkt und es ist einfach schlicht nicht kontrollierbar gewesen. Dagegen haben wir natürlich Berufung eingelegt und haben es dabei auch belassen, weil, und so, hier noch zu, das gilt nicht nur für das eine Forum, sondern das galt natürlich für das gesamte Heise-Forum, also für alle 266.000 Foren. Dann kam das ORG, und das hat das zwar im Wesen nach bestätigt, hat aber gesagt, dass es eben nicht das gesamte Forum umfasst, sondern nur dieses eine Forum, was eben zu dieser Berichterstattung über diesen Serverbetreiber geschaltet wurde. Und damit konnten wir dann gut leben, weil wir dieses Forum natürlich einfach abschalten konnten. Also somit war die Gefahr dann gebannt. Und wir haben das dann hier nicht mehr weitergelaufen lassen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, weil ihr seid hier in Mannheim oder wo ihr auch sonst herkommt, was interessiert mich denn eigentlich das Landgericht Hamburg? Es gibt diesen berühmten fliegenden Gerichtsstand. Der ist jetzt gerade ein bisschen eingeschränkt worden. Im Rahmen dieses Gesetzes gegen den Abmahnungsmissbrauch. Für viele Bereiche gilt er aber nach wie vor. Der fliegende Gerichtsstand sagt, ich kann eine Äußerung im Internet überall da anklagen oder ich kann da eine Klage einreichen, wo das Internet bestimmungsgemäß abrufbar ist. Ja, dann kann man sich vorstellen, wo das Internet in Deutschland bestimmungsgemäß abrufbar ist. Heißt also, ich habe die freie Wahl zwischen, was ist das nördlichste, Husum hat glaube ich keins, aber Aurich irgendwas, bis nach Konstanz. Und rein zufällig landen natürlich alle Fälle, wo es um Foren geht, entsprechend gerne mal in Hamburg. Es gibt da aber im gesamten Internetrecht, gibt es da irrsinnige Unterschiede zwischen dem, was die einzelnen Gerichte sagen. Ich weiß also genau, wenn ich irgendwas meinungsfreundlich, also wenn ich was gegen Verlag mache, gehe ich in der Regel zum Beispiel nach München oder nach Hamburg. Wenn ich auf der anderen Seite stehe, dann gehe ich eher nach Düsseldorf, weil die eher freundlich sind, bis hin zu so einzelnen Sachen wie
ich weiß, Google Ads, Bewertung von Google Ads, da gibt es ein Gericht in Braunschweig, das hatte ganz lange eine ganz andere Meinung als alle anderen Gerichte. Folglich gingen dann alle da nach Braunschweig. Und man weiß also als Internetrechtler, wenn man da eine Weile tätig ist, ziemlich genau, wie die einzelnen Gerichte ticken und kann seine Chancen sehr stark dadurch erhöhen, dass ich das Gericht eben auswähle, wo ich mir am meisten für mich positive Rechtsprechung vorstelle. Ist jetzt geändert worden für den Bereich Abmahnung und für den Bereich Urheberrecht. Da muss man jetzt im allgemeinen Sitz klagen und das ist in der Regel der Sitz des Beklagten, also der Wohnort. Ja, ein bisschen aktuell, so aktuell ist sie jetzt auch nicht, aber noch andere Rechtsprechung, die haben halt über Jahre alle das genaue Gegenteil vom Landgericht Hamburg gesagt. Haftet erst ab Kenntnis, keine Überwachungspflichten, haftet erst ab Kenntnis, Düsseldorf, auch ein Verfahren, das wir geführt haben, haftet nicht ab Kenntnis und so weiter. Dann gab es eine Entscheidung des BGH aus 2007, was das Ganze aber so ein bisschen noch zementiert hat oder die Rechtsunsicherheit auch noch ein bisschen erhöht hat. Danach ist der Betreiber verpflichtet, die Sachen zu sperren. Gut, das ist naheliegend. Das hat was Bemerkenswertes gesagt, was mit meinem Gerechtigkeitsempfinden bis heute noch nicht so ganz in Einklang zu bringen ist. Ich darf auch dann den Betreiber des Forums verklagen, und zwar als erstes verklagen, wenn mir der Verletzer bekannt ist, also wenn ich die Identität des Autors kenne, dann muss ich nicht gegen den klagen, sondern ich kann trotzdem gegen den Verlag klagen, der das nur verbreitet hat. Da habe ich dann die freie Wahl, also ich muss auch gar nicht gegen den Autor klagen. Und das führte dann zu so wunderbaren Ausprägungen wie hier in nie mehr gefundener Weise vom Hessischen Rundfunk. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Der Hessische Rundfunk steht als öffentlich-rechtlicher Sender in besonderer Verantwortung, in Wahlkämpfen absolute Neutralität zu wahren. Das gilt auch für Internetplattformen. Wir bitten Sie um Verständnis für die Entscheidung, bis zur Landtagswahl keine politischen Meinungsäußerungen in den Foren der HR-Community zuzulassen. Wahnsinn. Ja, dann gab es ein Licht am Ende des Tunnels, also inzwischen ist Hamburg, da haben jetzt auch ein paar Leute gewechselt, Hamburg da ein bisschen weiter auch und man verliert nicht mehr jeden Forenfall automatisch. Hier von 2009, da das Oberlandesgericht Hamburg dann mal gesagt, dass der Beklagte haftet nicht auf Störer, der hier also ein Forum betrieben hat und er sei auch nicht zu einer vorsorglichen Überprüfung sämtlicher Inhalte auf etwaige Rechtsverletzungen verpflichtet. Bemerkenswerte Erkenntnis, weil das genau so im Gesetz steht eigentlich. Ja, dann gibt es ein ganz interessantes Urteil inzwischen, das so ein bisschen Hoffnung vielleicht verbreitet für Hoster. BGH hat ein ganz merkwürdiges Verfahren hier etabliert, was man sich aber auch als Forenbetreiber zu eigen machen kann. Da geht es um Beiträge auf blogspot.com von Google. Und ein anonymer Poster hatte den Kläger unter anderem beschuldigt, er habe Firmenkreditkarte zur Bezahlung von Sexclub-Rechnungen benutzt und sagte eben, dass das nicht stimmt. Und die Entscheidung sagt dann zunächst mal, ist auch bemerkenswert, deutsche Gerichte sind auch international zuständig. Also blogspot.com gehört Google und sitzt damit natürlich in den USA. Und den Hoster-Treffer nur eine eingeschränkte Verantwortlichkeit und er könne lediglich als Störer in Anspruch genommen werden, wenn er die technischen Möglichkeiten, da sind wir wieder bei den technischen Möglichkeiten des Blogs zur Verfügung gestellt hat. Er ist aber nicht verpflichtet, den Nutzer, die Beiträge vor der Veröffentlichung zu überprüfen. Sobald er aber Kenntnis hat, das ist jetzt das normale Verfahren, da hat der BGH jetzt ein ganz merkwürdiges Ping-Pong-Spielchen entwickelt. Sobald er Kenntnis hat, kann er dann erstmal sich an den Verfasser wenden und von dem Verfasser eine Stellungnahme einholen. Die leitet er dann an den Anspruchsteller. Der Anspruchsteller darf darauf nochmal Stellung nehmen und das Ganze geht dann nochmal an den Verfasser. Und dann gibt es eine finale Stellungnahme und dann erst muss der Hoster entscheiden, ob er das löscht oder nicht. Das Ganze dauert natürlich ewig und ist sehr aufwendig.
aber hat natürlich den Vorteil, den charmanten Vorteil, zumindest jetzt für größere Hoster, dass sie dann viel informiertere Abwägung treffen können, ob der Beitrag gelöscht werden soll oder nicht. Aber ist natürlich ein irrer Aufwand, ne? Der führt dann da quasi ein Gerichtsverfahren, der Hoster. Das hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt. Ich kenne also wenig Verfahren, wo das jetzt wirklich mal zur Anwendung kam. Wahrscheinlich, weil es einfach zu aufwendig ist. Also wenn ich das jetzt heute lese, wenn ich mal zum Beispiel die Gegenseite vertrete und heute mal lese, ich leite das weiter, ich rechne mit einer Stellungnahme in 4 Stunden, dann weiß ich als Anwalt schon, ach was, ja, frag gar nicht mehr nach. Das dauert so lange. Von daher vielleicht hier so ein bisschen eine Chance. Letzter Punkt, das virtuelle Hausrecht. Die Bilder, die ich hier klaue, sind übrigens alle Heise intern geschossen. Wenn ihr mal in die CT guckt, das sind alles Mitarbeiter von Heise, die geschanghaiht werden und dann zwangsverpflichtet werden, auf diesen Bildern mitzumachen. Das hier sind unsere beiden Controller. Ich war da auch so ein paar Mal dabei, mache aber jetzt nicht mehr mit, weil ich immer nur als Mafiosi oder Gebrauchtwarenhändler gecastet wurde. Und stehe jetzt nur noch gegebenenfalls als junger Held zur Verfügung, war da aber bislang noch nicht so gefragt. Aber das virtuelle Hausrecht. Virtuelles Hausrecht gibt es 2 ganz alte Urteile. Also virtuelles Hausrecht, klar. Ne? Die Frage, habe ich ein virtuelles Hausrecht als Betreiber eines Forums, eines Blogs, ähnliches, darf ich die Leute rausschmeißen, wie ich das eben mit meinem Eigentum, mit meinem Grundbesitz machen kann, wo ich eben Leute von meinem Grund und Boden schmeißen kann. Gilt das eben auch im Internet? Da gab es 2 ganz alte Entscheidungen, Landgericht Bonn von 99 und OLG Köln von 2000. Da ging es jeweils um Chats, Online-Chats. Und beide haben erstmal dem Grundsatz nach ein virtuelles Hausrecht bejaht und damit das Ganze erstmal in die Praxis umgesetzt, dass es überhaupt gibt. Und dann gibt es eine Entscheidung vom LG München von 2006, die wir leider erwirken mussten gegen besagten Anwalt, der am Anfang des Vortrags schon mal vorkam, den wir halt gesperrt hatten. Und der aber sich ständig danach wieder neu angemeldet hat mit neuen E-Mail-Accounts und neuen Anmeldenamen, aber so stolz darauf war, dass er das geschafft hat, sich da wieder neu anzumelden, dass er ständig gesagt hatte, hallo, hier bin ich wieder, schöne Grüße, Rechtsanwalt so und so. Und uns sogar in Mails geschrieben hat, wo drin stand, haha, ich bin so klug, ich habe mich hier, der hat es immer Hase und Igel genannt, hier ist der Hase, wer ist der Schnellere, naja, jedenfalls irgendwie das andere Tierchen da, ich habe mich schon wieder angemeldet, ihr habt schon wieder nicht verhindern können, jetzt bin ich so und so. Und das hat ihm natürlich dann in dem Verfahren das Genick gebrochen, weil wir natürlich nachweisen können, ja, das war er hat sich unter den und den Accounts dann wieder angemeldet und er hat das sogar bestätigt, indem er hier halt uns die Mail geschrieben hat und deswegen hat er das Verfahren verloren. Ja, der Kollege war auch ein großer Troll. Das heißt, juristisch wird bei der Anmeldung zu einem Internetvortrag ein Vertrag geschlossen und der verpflichtet den Nutzer unter anderem zur Einhaltung bestimmter Regeln, da sich auch der Betreiber, wie wir vorhin gesehen haben, nicht unerheblichen Haftungsrisiken aussetzt. Und daraus ergibt sich nach Ansicht des Gerichts ein virtuelles Hausrecht, das die Befugnis mit sich führt, Beiträge zu löschen oder sogar den Zugang zu sperren. Und diesen Vertrag hätten wir eben durch den Rausschmiss wirksam gekündigt und es sei uns als Verlag nicht zumutbar gewesen, da an diesem Vertrag weiter festzuhalten und den Nutzer weiter trollen zu lassen. In der Praxis, vorletzte Folie, in der Praxis ist das natürlich mit dem virtuellen Hausrecht, das wisst ihr wahrscheinlich alle besser als ich, eher schwierig, weil ich natürlich denjenigen, natürlich kann ich ihn rausschmeißen, aber wenn er es wirklich hart auf hart haben möchte, 5 Minuten später wieder da mit einer neuen E-Mail-Adresse, mit einem neuen Namen, mit einer neuen IP. Das heißt also, diese ganzen technischen Maßnahmen, die ich hier hätte, Sperrung der IP-Adresse, Mail-Adresse oder des Nicknames, ist natürlich wirklich sinnbefreit gegen irgendein Troll, der es jetzt darauf anlegt, wobei es natürlich Trolls gibt,
denen das Herz brechen würde, wenn sie ihren Username verlieren. Das ist natürlich so jemand, der sich über 5 Jahre durch besonderes Trollen Namen gemacht hat, der wird natürlich diesen Nickname auch nicht verlieren wollen. Aber die kleinen fiesen Trolls, von denen wir hier reden, oder auch die Nazi-Trolls, denen wird das natürlich nicht schacken. Die wird man also hier kaum Herr werden, wenn sie nicht irgendwie so blöd sind und solche Fehler machen. Das heißt, das virtuelle Hausrecht besteht eher auf Papier und ist in den allerwenigsten Fällen wirklich faktisch durchsetzbar. Deswegen wird, und das ist ja auch schon zu beobachten, in Zukunft meiner Ansicht nach das Ganze zur User-Verifikation gehen. Das kann man schon jetzt beobachten, da wo viele Angebote sich, wo man sich bei vielen Angeboten über Facebook anmelden muss, wo natürlich eine größere Identifikationsmöglichkeit dann auch noch keine perfekte, aber zumindest eine größere letztendlich vorhanden ist. Mit Strafrecht gegen Troll, auch die Frage, das geht natürlich nur, wenn die sich auch strafbar gemacht haben oder zumindest der Verdacht einer Strafbarkeit besteht. Wenn ich sage, Windows ist besser als Linux, dann ist das zwar nicht schön, aber noch nicht unbedingt strafbar. Und nur dann, wenn ich jemand beleidige, XY ist ein Blablabla, dann kann ich natürlich auch Strafanzeige stellen. Das Ganze muss sehr schnell gehen, weil die IP-Adresse aufgelöst werden muss vom Provider. Der speichert sie aber in der Regel nur noch innerhalb von 7 Tagen. Also alles, was nach 7 Tagen passiert, kann man eh vergessen. Und man ist halt dann auf Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden angewiesen. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, sind nicht repräsentativ, aber äußerst negativ. Also die Bereitschaft, da irgendwie tatsächlich was zu tun, war nicht sehr groß. Gegebenenfalls, das kann mir helfen, ermitteln Sie zumindest noch die IP-Adresse. Dann kann ich Akteneinsicht nehmen und dann, wenn das innerhalb dieser 7 Tage passiert, kann ich dann gegebenenfalls auch zivilrechtlich gegen den vorgehen, also nicht strafrechtlich. Aber das muss schon eine ziemlich heftige Straftat da sein. Schnell geht das, wenn man so im politischen Bereich ist, wenn man, was weiß ich, zu Straftaten gegen Politiker aufruft oder so. Da hatte ich mal ein wunderbares Erlebnis vor einigen Jahren. Da klingelte bei mir morgens das Telefon um 9, was selten was Gutes verheißt. Herr Heidrich, hier ist der Staatsschutz für Sie. So Anrufe, die man gar nicht bekommen möchte. Der Staatsschutz. Mein halbes Leben lief an meinem inneren Auge vorbei. Ich ging dann runter. Dann, ja, okay, verjährt. Aber dafür dürfte eigentlich nicht der Staatsschutz kommen. Jedenfalls hatte ich dann 2 Herren vom Staatsschutz, haben denen erstmal Kaffee und dann war auch alles gut. Und es ging letztendlich um eine Äußerung im Forum, wo jemand Gewalt gegen irgendwelche Minister aufgerufen hatte. Ich fand aber in einer Form, die wirklich nicht ernst zu nehmen war. Aber die hatten einen Full-Scale-Durchsuchungsbeschluss mit sich, mit dem sie den halben Verlag hätten mitnehmen können. Hatten auch überhaupt keine Ahnung, was sie da eigentlich so suchten. Also es ist länger her, muss man jetzt wirklich fairerweise sagen, war so bestimmt 10 Jahre her. Und sind dann aber glücklich mit einem Auszug aus der Datenbank wieder gegangen, aber die hätten da wirklich maximale Verwüstung anrichten können. Also das war schon heftig. Das ist eine ziemlich sichere Geschichte, irgendwie was mit in diesem Bericht mit Politiker zu machen, um Polizei zu involvieren. Die sind in diesem Bereich eigentlich immer dann dabei. Da kommt dann auch zu euch der Staatsschutz. Ja, mein Fazit. Letzte Folie. Gegen Trolle ist kaum juristisches Kraut gewachsen, weil man sie einfach schlecht identifizieren kann. Wir haben eine enorme Gefahr des Ausnutzens der Rechtslage durch vorsätzlich verletzende Beiträge. Ich könnte hier also auch ohne weiteres einen kleinen Workshop machen. Wie kriege ich jedes Forum innerhalb von einem Monat offline mit der Haftung, mit dem Ausnutzen dieser Haftungsgeschichten. Es gibt eine schwierige Rechtslage bei der Sperrung von Forennutzern. Es gibt auf der anderen Seite erhebliche Rechtsunsicherheit bei den Betreibern. Die sind dann immer massiven Zensurvorwürfen ausgesetzt. Und das ganze Klima begünstigt so ein bisschen zweifelhafte Abmahnungen. Also juristisch ist das alles nicht gut. Dieses Ping-Pong-Urteil des BGH macht so ein bisschen Hoffnung, wo man dann halt wirklich nochmal die Stellungnahmen einholen kann. Ansonsten wäre hier aber der Gesetzgeber gefragt, diese unbefriedigende Rechtslage bei Inhalten Dritter mal unter die Lupe zu nehmen. Wird es wahrscheinlich nicht machen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und bis dahin gilt: Don't feed the trolls.
Vielen Dank. Wenn ihr noch 9 Minuten klatscht, ist meine Stunde voll. Danke. Mit Branding. Cookie Mark heißt das Geld bei dem Preis. Dankeschön. Ja, je nachdem, wie viel Lust du noch hast, ja, wir klar. waren so, dass wir nach dir ein bisschen länger Pause gemacht haben, weil wir wussten, dass lange geklatscht wird. Danke, danke. Also, wenn ihr noch Fragen habt. Das wollte ich schon immer mal machen. Danke, danke. Erst da, dann da. Wie ist denn das mit der Ironie? Also heile Nutzer verstehen die ja manchmal nicht so unbedingt gut. Wie ist denn das so bei den Strafbehörden, wenn ich da so ein bisschen Ironie reinbringe, so, dass ein gewisser Rechtsanwalt seine Zulassung wohl im Lotto gewonnen hat? Ja. Die ist nicht sehr entwickelt. Ja, ich erinnere mich so dunkel an ein Verfahren, was Alva Freude hatte, mal ein Strafverfahren wegen so einer Äußerung, die man eigentlich nur ironisch verstehen konnte, wo er aber, glaube ich, über 3 Instanzen gehen mussten, bis er das wieder vom Tisch hat, weil er, glaube ich, eine Anklage wegen Volksverhetzung ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es das war, aber das war jedenfalls so eine Formulierung, wo man eigentlich jeder normale Mensch sehen könnte, das ist offensichtlich nicht ernst gemeint, der Staatsanwalt aber nicht. Also auf die Ironiefähigkeit von Staatsanwalten würde ich nicht viel Geld wetten. Es tut mir aber, ich sollte vorher sagen, dass dieser Workshop dann richtig Geld kostet. Ne? Da. Wenn man als Forenbetreiber so ein Schreiben von einem Anwalt kriegt, bitte geben Sie Daten von dem Nutzer an uns, weil der ist nicht gemacht. Kann man dann diesen Anwalt wiederum selber verklagen, weil der sich eigentlich nicht strafbar macht? Nee, er macht sich nicht strafbar. Also allein das zu fordern ist zwar nicht gesetzeskonform, aber das darf er. Strafbar würde ich mich erst machen, wenn ich es dann tatsächlich täte. Also die Infos rausgeben. Bitte? Nee, nicht wirklich. Das reicht nicht. Nein. Es sei denn, er würde zwischenzeitlich auch den vertreten, der dem die Informationen gehören, weil nur der könnte das dann. Das wäre aber ein interessantes neues Geschäftsmodell, wenn man da so eine Mehrex-Abmahnung. Entschuldigung, du wolltest noch eine Nachfrage stellen? Nein. Nein. Also nicht jeder. Wirklich nicht jeder. Ja, aber wenn dann so ein Fachanwalt, also ich will jetzt nicht Kollegen dashen, natürlich wissen das die meisten, die sich im Bereich auskennen, aber ich würde wahrscheinlich ähnliche Fehler machen, wenn ich jetzt plötzlich eine familienrechtliche Angelegenheit vertreten würde, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal sagen, gib mir mal alle Auskünfte oder so, obwohl das gar nicht im Gesetz vorgesehen ist. Viele haben da wirklich keine Ahnung, die im Internetbereich tätig sind natürlich schon, aber die werden es trotzdem nachfragen. Da. Moment, das kann ich gleich beantworten. Das gibt's. Das ist einer davon. Also hier geht es um Sachen, die ihn persönlich betroffen haben und er hat uns dann angeschrieben und wenn wir es nicht runtergenommen haben, hat er zumindest versucht, uns zu verklagen und er hat sich selber vertreten. Aber dann muss ich diejenige erstmal finden, die ich vertreten kann. Also ich kann ja nicht mich einfach für irgendjemanden melden. Ich muss ja schon irgendjemanden. Ja. Dann. Nee, das wäre ja tatsächlich das darf er eigentlich nicht, in der Theorie darf er das nicht, weil das wäre Werben im Einzelfall, es kommt sicher vor, ja.
Ja, aber das wäre kein sehr einträgliches Geschäft, weil dann hätte er den einen kleinen Fall interessanter. Und da wären wir natürlich wieder bei unserem kleinen Workshop mit dem vierstelligen Teilnahmegebühren, den wir gleich noch machen können. Ist es natürlich, einen Mandanten zu haben, der da vorsätzlich irgendwelche bösen Sachen postet und dann daraufhin den Betreiber mehrfach abmahnen und dann macht das nochmal und dann ist er unter Umständen dann in der Haftung für den Beitrag. Das kann richtig teuer werden und ist sehr einfach zu bewerkstelligen. Hier gab es, glaube ich, noch genau, das wäre ja meine Frage, ob ihr das schon mal hattet, weil ich habe das schon öfter gehört, dass es schon gab. Ja, ich kenne Fälle, wo dann plötzlich morgens um 3 das Ding entfernt wurde, also morgens um 4 wurde der Beitrag entfernt und um 7 kam wieder einer. Und bei dieser Kopfseite gab es ja auch schon Gerüchte, dass es vielleicht Leute doch selber angezeigt werden. Will ich nicht beurteilen. Gerade bei der Kochbuchseite nicht. Es sind Fälle bekannt, ja, aber nicht viele. Also mir sind auch keine persönlich bislang vorbeigelaufen. Natürlich, wenn das rauskommt, sind die Leute mit einer mittleren Strafbarkeit, wenn das rauskommt, dass sie das gemacht haben. Noch Fragen? Letzte Chance? Bitte. Schreibt mir eine Mail. Bei dieser Ping-Pong-Geschichte. Ja. Ist der Beitrag, um den es geht, während der kompletten Phase noch zu lesen oder wird der durch eine Meldung überblendet? Nee, der ist zu lesen, bis es beendet ist. Bis die vierte Stellungnahme eingegangen ist. Ist der Beitrag immer original lesbar? Ja. Ja. Wie fällt das, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Screenshot dieser Voranmeldung nehme, wo sie noch online ist, dann wird sie down genommen und ich veröffentliche sie irgendwo anders, dann mache ich mich damit direkt wieder strafbar. Ja, wenn es ein strafbarer Inhalt ist, aber wenn der Inhalt rechtswidrig ist, ja. Erst da. Was kann man konkret tun, wenn man vorgerade ist, um sich vor sowas zu schützen? Nichts. Ja, also natürlich kann man Sachen machen. Das Weiteste, was ich denken kann, was wahrscheinlich eine ziemliche Rechtssicherheit schafft, ist mit der Anmeldung eine Kopie vom Personalausweis zu fordern, wo dass ich jeden Poster identifizieren kann. Das ist aber datenschutzrechtlich äußerst fragwürdig, wäre aber wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Also bei uns ist es so, wir möchten, dass Leute pseudonym posten. Sie sollen also für Dritte nicht erkennbar sein, aber wir möchten schon wissen, wer das ist. Deswegen haben wir eine Anmeldung, wo wir zumindest in der Theorie Real Name und E-Mail-Adresse haben wollen. Die meisten halten sich auch daran, aber wer natürlich von Anfang an nur Unfug machen will, dem ist das relativ egal, klar. Ich weiß natürlich nicht, ob es ein Thomas Meyer ist oder so. Nicht so weitgehend, wie man denkt. Ich habe es auch gedacht, es gibt ein paar Fälle, da darf man ihn schon kopieren, aber im Prinzip ja. Aber nicht für sowas? Für sowas wird es wohl eher nicht gehen. Aber ich kann einen Reisepass kopieren oder Führerschein. Gibt es denn irgendwelche Fristen jetzt bei den Stellungnahmen? Zeitlich kann sich der eine dann auch irgendwie 5 Jahre Zeit lassen mit der Stellungnahme oder so? Also das Urteil selber enthält solche Fristen nicht so lange, natürlich, weil das Ding die ganze Zeit online ist. So lange würde ich sie nicht setzen. Also vielleicht 3-4 Tage, eine Woche wäre schon viel. Für jede der Einzelnen. Da kommen wir natürlich auch auf ein paar Wochen. Bei dem virtuellen Hausrecht vorhin erschien das für mich so, als wenn ich überhaupt einen Anlass brauche, um ein virtuelles Hausrecht auszuüben. Ist das so? Also für mich wäre das eher naheliegend zu sagen, dass mein Forum, da kann ich doch reinlassen und da rausschmeißen, wenn ich will. Ja und nein, es gibt halt sehr wenig Urteile in dem Bereich. Das Gericht sagt, es wird ein Vertrag geschlossen und ich kann, wenn ich diesen Vertrag schließe, kann ich bestimmte Nutzungsbedingungen natürlich, das sind die Foren-Nutzungsbedingungen, mit reinstellen und da kann ich unter Umständen auch sagen, ich habe das freie Recht, dich rauszuschmeißen. Das Problem ist, diese Nutzungsbedingungen, wenn ich die in einem Vertrag verwende, sind das allgemeine Geschäftsbedingungen, wie jetzt sie beim Einkaufen kennt. Und die haben eine ziemlich enge rechtliche Kontrolle. Da dürfen zum Beispiel keine überraschenden Klauseln drin sein, da dürfen keine Strafen drin sein und solche Geschichten. Deswegen ist das so ein bisschen fraglich. Also normalerweise wird man den wohl nur rauswerfen können, wenn er einem einen Grund gibt. Vielleicht eine Klausel in einer AGB, dass ich den ohne Angabe
Da müsste man wirklich im Einzelfall gucken, was dann passiert. Also das lässt sich so pauschal nicht sagen. Vielleicht würde so eine Klausel in den Nutzungsbedingungen von der vorigen Anmeldung auch wirksam sein. Ich bin nur nicht hundertprozentig sicher. Aber normalerweise hat man ja auch kein Interesse drin, Leute nach Gutdünken rauszuschmeißen. Ja, ich könnte ja so zum Beispiel Meinungstenor auf meinen Seiten steuern wollen. Ich komme eigentlich nur auf den Begriff wegen des Begriffs Hausrechts. Weil wenn das jetzt irgendwie ein reales Hausrecht ist, dann kann irgendjemand einfach versagen, weil das Hausrecht war. Ja, also der Begriff virtuelles Hausrecht ist auch nicht sehr gut. Ja, also das Gericht hat gesagt, hier klar, ihr habt einen Vertrag, ihr habt AGBs zu dem Vertrag und in diesem Fall war es halt so, dass derjenige gegen diese AGBs verstoßen hatte und wir ihn rausschmeißen konnten. Ich würde aber schon vertreten, dass man das nicht so ohne weiteres kann, weil ich natürlich auch ein Meinungsforum bin, Meinung vertreten, also so völlig ohne Grund jemanden rauszuschmeißen, nur weil mir die Meinung nicht passt, könnte eng werden. Das ist kein Unterschied. Da sehe ich jetzt erstmal keinen Unterschied. Ich muss ihn nicht reinlassen, das ist eine ganz andere Frage. Ne? Aber ihn rauszukriegen, ja, aber wahrscheinlich komme ich damit durch. Ja, also ich würde es jetzt nicht unbedingt bis zum BGH ausfechten wollen, das Verfahren. Da ist man schneller, als man denkt. Die ganzen Telemediengesetze, sowas gilt doch eigentlich nur für öffentlich zugängliche Inhalte, oder? Ja, aber da ist der Weg ja nicht weit hin. Ja, wenn es ein Weiter-Only ist, gut, aber auch dann mache ich, das hat mit dem TMG jetzt erstmal, also mit dem Telemediengesetz erstmal nichts zu tun, das ist ein allgemeines Privatrecht, dass ich einen Vertrag dann mit jemandem schließe. Also bei meinem Weiter-Only-Forum kann ich ihn rausschmeißen, klar. Aber ich will einfach nur sagen, jetzt ist es besser, sich einen Grund zu suchen. Ja, der ist ja auch schnell gefunden. Schnell gemacht. Auch das. Ja, dann danke ich ganz herzlich fürs Pony, fürs Popcorn. Genau. Und für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.